Rund, prall, lecker. Kein anderes Grundnahrungsmittel existiert in einer solchen Vielfalt wie Käse. Für den Verbraucher bedeutet das die Qual der Wahl. Was ist für ihn das Entscheidende? Dass er frisch ist. Ja gut, er muss eine gewisse Frische haben, abgelagert, gute Konsistenz. Frisch und ein guter Geschmack muss der Käse haben. Qualität, Frische, Haltbarkeit. Sehr häufig entscheidet aber auch der Preis. Ein wichtiges Kriterium. Das bestätigt auch der Fachmann für Käse an der Universität Hohenheim. Der Verbraucher möchte gerne billigen, frisch und lange haltbar. Und Qualität, Geschmack. Das alte Dilemma, hohe Qualität zu einem niedrigen Preis. Was auf den ersten Blick an Chemieunterricht erinnert, dient einer zukunftsweisenden Käseherstellung. An der Universität Hohenheim forschen Wissenschaftler an einem neuen Verfahren. Ziel des aktuellen Projektes ist es, den Produktionsprozess von Schnittkäse wirtschaftlicher zu gestalten. Hierbei soll der Käse aber weiterhin ein reines Naturprodukt bleiben. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Fett ist viel in die Molke verloren gegangen und man hat es dort aufwendig dann wieder abtrennen müssen. Man hat dann zum Teil Molkenbutter hergestellt oder irgendetwas daraus. Das ist negativ. Ja, man kann es nicht gut nutzen. Das kann man jetzt gezielt in den Käse mit einbringen, um die Struktur auch zu verbessern. Also für den Vorteil für den Konsumenten, aber auch für den Hersteller. Herzstück des Verfahrens ist diese Anlage. Sie entzieht der Milch bestimmte Stoffe, noch bevor der Käse produziert wird. Einmal eingegossen, fließt die Milch durch einen sehr feinen Filter, für uns unsichtbar. Wichtig dabei, die richtige Temperatur und der richtige Druck. Stimmt alles, können das in der Milch enthaltene Fett und das sogenannte Casein abgetrennt werden. Es entsteht konzentrierte, verdickte Milch. Als Nebenprodukte bleiben Molke, der größte Teil des Milchzuckers und Milchsalze. Der Fachmann nennt dies Permeat. Um die Milch in der optimalen Konzentration zu erhalten, ist vor allem eines wichtig, die richtige mechanische Behandlung. Das ist sie nun, die verdickte Milch. Das Ziel der Wissenschaftler in Hohenheim ist es, den Industriepartnern Empfehlungen geben zu können. Mit welchen mechanischen Behandlungen man auf die Milch gehen sollte, das heißt, welche Konzentrierstufe ist optimal, welche Homogenisierdrücke sind optimal, das heißt, dieses Zusammenspiel zu optimieren und dann eben der Industrie zu sagen, so muss homogenisiert werden, so muss filtriert oder konzentriert werden, um im Hinblick auf die Ausbeute und natürlich auch auf die Qualität des Endproduktes optimale Bedingungen zu kreieren. Bei der traditionellen Käseherstellung entstehen aus einem Liter Milch nur 170 Gramm Käse, aber 830 Gramm Molke. Beim neuen Verfahren entsteht rund doppelt so viel Käse. Außerdem wird der Käsungsprozess deutlich verkürzt. Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil für die Lebensmittelindustrie. Ziel ist es, die unterschiedlichsten Käsesorten zu produzieren. Zum Beispiel das hier. Das ist eine echte Pecorino, aber nicht in Italien hergestellt, in der Universität Hohenheim. Aus Schafsmilch von Schwarzwald. Ob das neue Verfahren ein Erfolg wird? Letzten Endes entscheidet der Verbraucher. Nach Preis und Geschmack.